Willkommen zu einer weiteren Einheit in der Statistik 2, dieses Mal zum Thema Unabhängigkeitstest. Der Unabhängigkeitstest kann auf unterschiedliche Arten und Weisen interpretiert werden, im einfachsten Fall aber dahingehend, dass man in der Statistik 1 bereits gelernt hat, dass um den Zusammenhang von zwei nominal skalierten oder einer nominal und einer ordinal skalierten Variable, man auf die Chi-Quadrat-Statistik zurückgreifen kann. Jetzt wissen wir lediglich über Chi-Quadrat oder die standardisierten Fassungen, Kontingenzkoeffizient, korrigierter Kontingenzkoeffizient, etwas über die Größe des Zusammenhangs. Wir wissen aber nicht, ob es sich um einen signifikanten Zusammenhang handelt, ob man das Ergebnis dieses Zusammenhangs, diese Berechnung des Chi-Quadrat-Statistik, auch auf die Grundgesamtheit übertragen kann. Und das ist, wo jetzt der Unabhängigkeitstest ansetzt, der uns letzten Endes sagt, handelt es sich wirklich um eine große, um eine verhältnismäßig große, starke Zusammenhang. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Das habe ich gerade gesagt, beim Unabhängigkeitstest untersuche ich den Zusammenhang von einer nominal skalierten und einer anderen nominal oder ordinal skalierten Variable. Und dafür greife ich immer, wie gesagt, auf die Chi-Quadrat-Statistik zurück. Und um die zu berechnen, brauche ich Kontingenztabellen. Das heißt, auch hier ist die Grundlage wieder eine Kontingenztabelle. Kontingenztabelle mit den einzelnen Häufigkeiten N11 bis N12 und unseren Randhäufigkeiten, das heißt den Zeilen und Spaltensummen. Darauf aufbauend kann man die Teststatistik recht einfach berechnen. Das sieht zwar jetzt als Formel sehr kompliziert aus, letzten Endes ist es aber genau das gleiche, was man potenziell aus einer Statistik 1 Vorlesung schon kennt, und dabei handelt es sich um nichts anderes als die Chi-Quadrat, den Statistik den Chi-Quadrat-Wert. Das heißt, was ich hier zunächst mache, ich rechne die erwarteten Häufigkeiten, also unter der Annahme, dass ich nur die Randhäufigkeiten kenne, welche Häufigkeiten würden sich dann einstellen. Und dann vergleiche ich erwartete Häufigkeiten und tatsächliche Häufigkeiten. Das heißt, ich rechne den Abstand zwischen tatsächlicher und erwarteter Häufigkeit aus, quadriere das Ganze und teile es nochmal durch die erwartete Häufigkeit. Damit bekomme ich dann sowas wie die relative Abweichung der tatsächlichen von den erwarteten Häufigkeiten, also ein Maß dafür, wie weit ich von der zufälligen Verteilung, weil nichts anderes sind die erwarteten Häufigkeiten, wie stark ich von der zufälligen Verteilung innerhalb meiner Kreuztabelle, innerhalb meiner Kontingenztabelle tatsächlich abweiche. Und das mache ich nicht nur für einen Wert, sondern das mache ich für alle Werte in allen Zeilen und allen Spalten. Daher die zwei Summen vorne. Das bedeutet lediglich, ich führe diese Berechnung für alle Zeilen, alle Spalten durch, also für alle Einträge der Tabelle, und addiere die einzelnen Ergebnisse auf. Das heißt, wir haben hier nochmal kurz die Erklärung, was sind die Zeilen- und Spaltensummen, was ist die Gesamtanzahl aller Beobachtungen. Dann habe ich hier entsprechend mit dem NIJ meine tatsächlichen beobachteten Werte. Auch hier brauche ich nicht nur die Teststatistik, sondern auch eine Referenzstatistik. Die bekomme ich als Chi-Quadrat groß I minus 1 mal groß J minus 1 und dann 1 minus Alpha. Alpha ist auch hier wie bei den anderen Tests unsere Fehlerwahrscheinlichkeit, also den Fehler, den wir bereit sind zu machen, meistens 5%. Groß I ist die Anzahl der Zeilen in meiner Kontingenztabelle und groß J die Anzahl der Spalten in meiner Kontingenztabelle. Das heißt, ich nehme Spaltenanzahl minus 1 mal Zeilenanzahl minus 1. Das sind dann meine Freiheitsgrade bei der Chi-Quadrat-Statistik. Und dann noch 1 minus Alpha. Auch hier finde ich die Werte entsprechend in den Tabellen zu den Perzentilen der Chi-Quadrat-Verteilung, die ich so ablese, dass wenn ich einen Alpha-Wert vorgebe, die Anzahl der Zeilen und Spalten habe, meine Freiheitsgrade bestimme, dann sehe ich in den entsprechenden Zeilen die Freiheitsgrade und in den entsprechenden Spalten 1 minus Alpha.
Das heißt, hier dieser Wert von 5,99, der ergibt sich daraus, wenn ich insgesamt ein Alpha von 5% habe und zum Beispiel 3 Zeilen und 2 Spalten habe. Dann rechne ich 3 minus 1 mal 2 minus 1, komme also auf 2, 2 Freiheitsgrade und 1 minus Alpha 0,95. Dann würde ich mit diesem Wert die berechnete Teststatistik vergleichen. Und dann kann ich meine Testentscheidung dahingehend fällen, dass ich sage, wenn meine Teststatistik kleiner ist als meine Referenzstatistik, dann sind die beiden Zufallsvariablen stochastisch unabhängig. Bedeutet, sie haben nichts miteinander zu tun. Sie hängen nicht zusammen. Das heißt andererseits aber auch, wenn meine Teststatistik größer ist als meine Referenzstatistik, dann sind die beiden Variablen stochastisch abhängig. Also gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen den beiden Variablen. Und das schauen wir uns jetzt mal an einem Beispiel an. Das heißt, wir haben hier als Beispiel das Folgende. Zur Prüfung, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem Zigarettenkonsum besteht, befragen Sie 200 Probanden und stellen die folgenden Daten zusammen. Dann haben wir hier die Übersicht weiblich-männlich, Raucher-Nichtraucher und die entsprechenden Verteilungen. Was sollen wir hiermit machen? Prüfen Sie für ein akzeptables Fehlerniveau von 5%, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen den beiden Größen besteht. Das heißt, wir sehen hier, weiblich, männlich, Raucher, Nichtraucher sind beides nominal skalierte Variablen. Das heißt, wir müssen hier auf unseren Unabhängigkeitstest zurückgreifen. Das heißt, wir stellen erstmal eine Tabelle auf, in der wir unsere erwarteten Häufigkeiten berechnen. Zunächst übernehmen wir mal die Ausgangstabelle und dann streichen wir einfach alle Einträge, die in der Mitte stehen, also alle Häufigkeiten. Das heißt, wir übernehmen nur die Randhäufigkeiten und dann rechnen wir für jeden Wert aus, immer die beiden Randhäufigkeiten geteilt durch die Gesamtanzahl der Beobachtungen. Das heißt, für links oben rechnen wir 80 mal 100 geteilt durch 200. Für weiblich Nichtraucher rechnen wir 120 mal 100 durch 200. Und dann, wenn wir das für alle machen, kriegen wir die folgenden Werte. Das heißt, wenn die beiden Variablen nichts miteinander zu tun haben, wenn also diese Verteilung in der Kontingenztabelle komplett zufällig ist, kriegen wir halt hier die Werte 40-60, 40-60. Das heißt, diese Werte, die rechte Tabelle, die erwarteten Häufigkeiten, die vergleichen wir jetzt mit der linken Tabelle, den tatsächlichen Häufigkeiten. Das machen wir, indem wir wie folgt die Teststatistik ausrechnen. Immer tatsächlichen Wert 30 minus erwarteten Wert 40, das Ganze quadriert, geteilt durch erwarteten Wert 40 für weibliche Raucher. Dann machen wir weiter mit weiblichen Nichtrauchern. Tatsächliche 70 minus erwartete 60 zum Quadrat, geteilt durch erwartete 60. Und das für die beiden anderen Einträge auch. Das heißt, wenn wir vier Einträge haben, addieren wir auch vier einzelne Terme auf für unsere Teststatistik. Die einzelnen Teile rechnen wir dann aus, addieren auf, kommen hier auf eine Teststatistik von 8,34. Jetzt brauchen wir hierfür zunächst erstmal nochmal unsere Teststatistik, wie eben berechnet, und eine Referenzstatistik. Diese Referenzstatistik ergibt sich, wie eben beschrieben, als Zeilenanzahl minus 1 mal Spaltenanzahl minus 1. Hier haben wir zwei Spalten, zwei Zeilen, also 2 minus 1 mal 2 minus 1 gibt 1. Und dann haben wir noch 1 minus Alpha. Alpha bei uns war 5%, also haben wir 0,95. Das heißt, wir suchen jetzt unsere Tabelle mit den Perzentilen zur Chi-Quadrat-Verteilung raus und suchen hier erstmal für einen Freiheitsgrad, also in der ersten Zeile, in der Spalte 0,95. Und da finden wir den Wert 3,8415. Das heißt, diesen Wert übernehmen wir als Referenzstatistik. Jetzt müssen wir nur noch für unsere Testentscheidung Test- und Referenzstatistik vergleichen. Und da sehen wir, die Teststatistik ist größer als die Referenzstatistik. Das bedeutet, wir können unsere H0-Hypothese ablehnen und
Das wiederum heißt, im Rahmen des Unabhängigkeitstests, die beiden Variablen sind stochastisch abhängig. Das heißt, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und ob jemand raucht. Und das beendet dann nicht nur dieses Beispiel, sondern diese ganze Einheit. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten etwas hieraus für sich mitnehmen. Wenn Sie weitere Aufgaben oder weitere theoretische Ansätze hierzu sehen wollen, besuchen Sie doch den Rest der Statistik 2 Theorie bzw. Aufgabensammlung. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.